Herzlich willkommen zu Meat Barbecue. Heute machen wir ein mallorquinisches Rezept. Zumindest, ich nenne es mallorquinisches Rezept, weil ich esse es jedes Mal, wenn ich auf der Insel bin. Das ist mindestens einmal, meist zweimal im Jahr. Das ist gegrillter Thunfisch mit einer Orangen-Kapern-Olivensoße. Wir haben da einmal die Zutaten. Drei wunderbare Thunfischsteaks, zwei Wildfanggarnelen, die dabei kommen. Dann haben wir Oliven, Orangensaft, etwas Sahne, Kapern, Tomaten, Petersilie, Zitrone, eine rote Zwiebel, bisschen Chili-Pulver, bisschen Gartenkräuter, bisschen Pfeffer und Salz. Und Salz natürlich hier auch aus Mallorca vom Estrenc. Wie das geht und was wir dazu alles gleich brauchen und wie wir das Schritt für Schritt machen, zeige ich euch jetzt gleich. So, als erstes packen wir die Wildfanggarnelen drauf. Die brauchen etwas länger, sind ja große Ballermänner. So, wir fangen an und würfeln uns die Tomaten und die Zwiebel. So, als erstes braten wir uns die Zwiebeln und die Tomaten ein bisschen an. In der Pfanne, das ist für die Soße. Ja, haben unterschiedliche Garzeiten, das ist hier aber nicht schlimm. Können wir ruhig zusammen machen. So, die Riesengarnelen Wildfang, die drehen wir uns jetzt das erste Mal. Die können auch ein bisschen schwarz sein, das ist nicht schlimm. Ja, wunderbar, so die Schale. So. Schön. So, jetzt haben wir uns die schön angebraten hier. Jetzt löschen wir das mit 200 ml Orangensaft ab. Das genaue Rezept unten in der Box. Und lassen das etwas einreduzieren. So, jetzt tun wir uns die Kräuter hier. Salz, Pfeffer, Gartenkräuter, Chili. Tun wir uns jetzt hier bei. So, dann. Eine Zitrone. Muss auch noch reingepresst werden. Und natürlich der Petersilie. Und das Ganze rühren wir ein bisschen und lassen es wieder ein bisschen einreduzieren. So, in der Zwischenzeit, wo wir warten, dass wir die Kapern und die Oliven reintun können und noch einen Schuss Sahne, zeige ich euch gleich. Das reduziert noch ein. In der Zwischenzeit habe ich ganz vergessen, meine Freunde. Prost auf euch. So, jetzt rühren wir uns hier noch einen kleinen Schluck Olivenöl dazu. So, noch ein kleiner Spritzer Sahne kommt dabei. Das reicht. So, jetzt heben wir hier die Kapern. Ja, ein Glas ist wahrscheinlich zu viel. Na gut, wer Kapern liebt, wir lieben sie. Tun wir mal ein bisschen mehr, aber nicht alle ein Glas zu viel. Die Kapern sowie die Oliven, die hole ich jetzt. So, ihr könnt schwarze, grüne nehmen. Wir haben grüne entkernte mit einer Paprikafüllung gewählt. Ich sage mal so circa 16 bis 18 Stück ist ideal. So, wir haben jetzt hier so 20, ja, und die rühren wir jetzt unter und dann passt das. So, jetzt probieren wir mal unser Süßchen. Nehmen wir mal eine Kapern, eine Olive, von allem was mit. Da fehlt nichts mehr. Ein Tick zu viel Salz, aber ist perfekt, das macht gar nichts. Leute, macht das unbedingt nach. So, in der Zwischenzeit tun wir unsere Thunfischsteaks auch direkt mal auf den Grill. Die brauchen nicht so lange. So, die packen wir schön hier drauf. Machen wir die schön an der Seite. Salz und Pfeffer. So, dann sehen wir uns später zum Probieren. So, jetzt drehen wir den Thunfisch einmal. Wie gesagt, der braucht nicht lang von jeder Seite. Ah, das ist eine fantastische Farbe. Wir mögen den lieber durch. Ihr könnt ihn natürlich auch ein bisschen roh lassen in der Mitte. So, jetzt holen wir uns mal so einen Thunfisch hier runter. Der sieht doch schon sehr gut aus. Den legen wir uns mal hier hin. Dann holen wir uns auch mal hier so eine Wildfang-Riesengarnele runter und... Wir holen uns natürlich so ein bisschen Klecks von der schönen eingekochten, einreduzierten Soße. Super. So, jetzt werden wir das Ganze mal testen, indem wir den Thunfisch einfach mal klassisch in der Mitte machen. Ja, wunderbar, der ist durch. Ganz zart, wenn ihr das seht, ganz zart, rosa. Ist für uns perfekt. Ihr könnt ihn natürlich ein bisschen mehr Medium lassen. So, den probieren wir jetzt mal mit so einem Klecks. Klecks ihn hier schön von der... Ah.
Geschmacksexplosion im Mund. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Macht das unbedingt nach. So, jetzt gucken wir uns mal den. Das ist ein Riesen. Garnelenwildfang an. Das ist natürlich ein bisschen schwierig und der ist kochend heiß. Macht man nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ja. Ja. Auch der schön weißes Fleisch. Auch der schön durch. Gucken wir mal, ob wir uns hier so ein Eckchen rauskriegen. Hoppala. Der Hund freut sich. So. Dann packen wir uns hier auch ein bisschen von der Soße drauf. Wunderbar. Probieren den nochmal. Oh. Heiß. Sehr heiß. Aber auch fantastisch. Dann können wir uns gerne mal hier so ein Tellerchen fertig machen. Ja, wir haben es schon probiert. Ja. So darf das Ganze dann aussehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da, macht es nach. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns bald und wieder am Grill. Ich freue mich. Bis bald.